Heißer Glühwein und Kaffee. Ein ganzjähriger Bewohner an Norwegens Küste ist der Schellfisch. Unter Melanogrammus eglefinus wird er in den wissenschaftlichen Büchern geführt. Er zählt zu den Weichtierfressern. Seine Nahrung besteht überwiegend aus Schlangenseesternen, Würmern, Fischlaich und Jungbrut. Sie können 1 Meter groß werden, an die 12 Kilo wiegen und ein Alter von 20 Jahren erreichen. Wieder eine Hüfte. Wieder ein Schädel, ne? Schön Schellfisch. Die Norweger nennen ihn Hüse. Aus knapp 70 Meter Tiefe. Normales Scholl- und Vorfachsystem mit Makrelenköder. Super Filets. Ab in die Satte. Diese Fischart ist leicht durch die beiden dunklen Flecken unter der Seitenlinie zu identifizieren. Man sagt, es handele sich hierbei um die Daumenabdrücke von Petrus. Sein unterständiges Maul weist eindeutig auf einen Grundbewohner hin. Und in der Tat haben wir sie auch stets nur dort gefangen, ab etwa 40 bis 200 Meter Tiefe. Auch wenn beim Verarbeiten aus seinem Inneren ein moderner Geruch entströmt, so ist sein helles Fleisch sehr schmackhaft. Kleinere Exemplare wandern bei uns in den Räucherofen, die größeren landen als Filets erst einmal in der Tiefkühltruhe. Ja, der ist ja bombastisch. Petri! Fünfzehnmal Schellfisch, dreimal Lenk und der Rest Dorsch. Im Februar 2003 lagen auf unserem Wochenmarkt die Preise für ein Kilo Dorschfilet bei 15,90 € und für Schellfisch bei 14 €.